10 Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon 10 Jahre sind. Ich fühle mich alt. Aber krass, was schon alles passiert ist. Ich habe 2011, als ich 14 war, mein erstes Video hochgeladen. Hey an alle YouTuber da draußen. Ich bin... Naja, also ich wollte mich erstmal vorstellen. Also ich bin Good Soul Angel und... Dann fand ich Anime ganz toll. So, du willst Ärger? Na dann komm doch, wenn du dich traust. Und später bin ich dann ja zu Cartoon übergeswitcht. F*** dich, sonnige Schneller! F*** dich! Der schießt 20% cooler! Vor allem ein ganz bestimmter Cartoon und ein ganz bestimmter Charakter. Ich hab gesungen. Gehen wir in den Garten. Etwas wartet auf dich. Ich hab geschauspielert. Du verpuffst also nicht, hm? Dachte ich's mir doch. Wart's nur ab! Deine menschliche Hälfte wird keine Chance haben gegen meinen Jackdaw. Zwischendurch nochmal meinen Namen geändert, von Good Soul Angel zu Lefidi. Und jetzt, 10 Jahre später, ja, hat sich einiges geändert. Ich habe ein geileres Mikrofon. Ich würde behaupten, die Videos sind auch besser geworden. Und ja, das muss gefeiert werden. Deswegen habe ich natürlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich hatte ursprünglich auch vorbereitet, in dieses Special ein paar Outtakes reinzupacken, aber ich mache keine Fehler. Ich bin perfekt. Nein, Spaß. Meine Outtakes sind einfach nicht lustig. Ja, deswegen folgt jetzt ein 4-Step-Abo-Special. Das erste, was ich mir überlegt habe, war ein Q&A. Und ich habe dafür auch eine Umfrage gestartet und das schien gut anzukommen. Ihr hattet Bock drauf, aber es kamen keine Fragen. Doch dann kam doch noch eine. Später. Aber sie kam. Thank you, Drüscher Plumberg. Thank you. Ja, und die Frage werde ich natürlich beantworten, ne? Also, where are you from? Germany. Ich komme aus dem Norden Deutschlands, also von MacPom. Und ja, damit ist das Q&A auch schon vorbei. Wenn ihr jetzt dachtet, ich zeige euch mein ganzes Gesicht, sorry, aber da muss ich euch enttäuschen. Aber ich zeige euch einfach mal ein paar kleine Ausschnitte. Also, das ist mein Auge und das ist mein Mund. Und ich zeige euch auch noch mein Haar, denn das ist echt lang. Also echt lang. Und mittlerweile auch blond. Ja. In 20 Jahren zeige ich euch dann den Rest. Ich hatte in der Vergangenheit viele Dubs und Covers geplant, aber viele davon auch nicht umgesetzt. Final. Also angefangen, aber nicht beendet. Es war dann eine Idee und die ist dann... auch nur eine Idee geblieben. Und jetzt habe ich eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Ihr könnt euch nämlich aus 6 Liedern, an die ich mich noch erinnern kann, 1 aussuchen. Dazu werde ich dann später noch eine Umfrage hochladen. Da könnt ihr dann abstimmen. Und das Lied, was die meisten Stimmen hat, wird dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Abstimmen könnt ihr dann bis Ende September. Und einen Monat später von heute, also am 18. Oktober, kommt dann das Cover, was ihr euch ausgesucht habt. Damit ein unvollendetes Projekt doch noch vollendet wird. Nicht wundern, die meisten Projekte damals waren My Little Pony, weil ich die Lieder echt schön fand. Ja, also es sind aber nicht nur My Little Pony Lieder. Nur zur Info. Viel Spaß mit der Vorschau! Die Stunde ist gekommen, wo das Tageslicht verbläst. Es kreuzt den Horizont und wünscht uns eine gute Nacht und schaut die Nacht, wie sie die Welt mit Mondeslicht erfüllt. Sie zeigt die weichen Schatten, die uns das Sternenlicht enthüllt. Einst ging ein Pony zu ihrem Gefolg, so strahlend und hell wie der
sagte ganz sicher, findet ihr kein Pony so reizend und so liebenswert, so wie ich. Überwältigt vom Beat, klatscht die Hände, tanzt mit zum Lied, das habt ihr wohl nicht gedacht. Nun seid ihr in unserer Macht. Lebe den Laufsteg, folge mir auf meinem Weg. Nimm all das Gute heraus und mach's zauberhaft. Mode zeigt uns allen hier, was so alles steckt in dir. Nenn es oberflächlich, ich nenne es Leidenschaft. Die Krone sitzt auf meinem Haupt. Regier das nicht, das ist erlaubt. Sie alle werden knien, einer nach dem an. Anderen wird knien, die Krone sitzt auf meinem Haupt. Dein Schweigen ist das schönste Laut. Sie alle werden knien, einer nach dem anderen wird knien. Doch bekomme ich das nicht, dann werde ich der Herrscher von jedem Bösewicht. Die Engel sind fort und der Teufel in mir weiß nun, wer ich bin, und er nennt mich Königin. Ja, was bringt die Zukunft? Keine Ahnung. Werde ich wieder aktiver oder wird es so bleiben, dass nur ein paar einzelne Videos pro Jahr kommen? Keine Ahnung. Werde ich mich wieder mit Animes oder Cartoons beschäftigen? Oder was ganz anderes? Keine Ahnung. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich will mich nicht festmeißeln oder falsche Versprechungen geben. Es wird kommen, wie es kommt. Aber es wird was kommen. Bestimmt. Allerdings kann ich eine Sache schon fest sagen. Es wird auf jeden Fall mindestens ein K-Pop-Video kommen. Denn ich habe K-Pop in letzter Zeit für mich entdeckt, vor allem BTS. Oh. Ja, also vielleicht wird es BTS, vielleicht wird es auch was ganz anderes, aber mindestens ein Video wird auf jeden Fall in der Zukunft kommen. Und yes, was kann ich abschließend sagen? Es ist viel passiert in der Vergangenheit, es sind viele Videos entstanden, viele auch wieder entfernt worden, weil sie mir nicht mehr so gefallen haben. Und es werden auch in Zukunft Videos kommen. Und ich hoffe auch gute Videos. Also ich denke, meine Videos sind schon ziemlich gut. Jetzt mal im Vergleich zu vor 10 Jahren. Aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Ich denke, es geht noch besser und ich versuche auch, mich zu verbessern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und mir vielleicht dabei zuschaut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zeit auf YouTube und auf ein neues Kapitel, was jetzt aufschlägt. Danke an alle, die meine Videos geschaut haben, die mich abonniert haben und unterstützt haben. Ich danke allen Sprechern, die mitgemacht haben in meinen Videos und auch meiner ganzen Bekanntschaft, die meine Videos mitgeschaut und mitverfolgt haben. Vielen Dank für alles. I love you und man sieht sich.